Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Süßigkeiten oder Leberbrot essen. Dies hier soll Schwarzbrot sein, Graubrot oder natürlich mit Belag. Ihr Lieben, echter Patientenfall, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Online-Praxis. Und ich habe einen Patienten in der Praxis gehabt, der die Fragestellung hatte und gehört habe, er soll Low Carb machen. Was hat er gemacht? Er hat das Brot weggelassen. Der Doktor hat gesagt, er soll abends kein Brot essen. Die Schwierigkeit daran war, dass er Brot gerne gegessen hat, dass er auch einen Sättigungseffekt hat. Er hat dann auch in der Regel immer mit Gurke, Tomate, dann hat er eine Eiweißquelle, häufig mit Käse auch gehabt, mit Frischkäse zum Beispiel. Und hat in der Regel 2 Scheiben Brot am Abend gegessen. Jetzt kam er in die Beratung und er sagte, seitdem er damit aufgehört hat, ist ihm aufgefallen, dass er immer ganz viel Süßkram isst abends. Dann sitzt er auf dem Sofa, guckt Fernsehen, Social Media, was man immer alles so macht. Ja? Und an der Stelle hat er die Süßigkeiten gegessen. Bei ihm war das tatsächlich die Schokolade. Und dann erkläre ich euch mal, warum ist das so. Also, das Brot, Graubrot, Mischbrot, oder auch Mehrkorn, Vollkorn, Schwarzbrot, macht immer einen langsameren Blutzuckerverlauf. Das heißt, die Stärke aus dem Brot wird zu Zucker und dieser Zucker wird aber, weil ja auch Ballaststoffe drin sind, weil wir kauen müssen, weil das Brot sozusagen langsam in die Blutbahn geht, wenn es Mehrkorn, Vollkorn oder eben eine Graubrotstruktur hat, weil da mehr Ballaststoffe drin sind. Lasse ich das Brot jetzt aber weg, kann es sein, dass der Blutzucker sehr niedrig ist, sogar sehr stark runtergeht, weil viel Energie verbraucht wird. Und an der Stelle ist es so, dass das Gehirn versucht, den Zucker nachzuholen. Und damit es dann schnellen Zucker gibt in den niedrigen Zuckerwerten, essen viele dann Süßigkeiten. Das kann natürlich auch Chips sein, das kann Schokolade sein, das kann Gummitärchen sein. Alles, was euch so einfällt, was man eben mal schnell so essen kann. Und häufig ist es der Ersatz fürs Brot, weil es dem Gehirn am Ende um den Zucker geht. Seid also auch etwas vorsichtiger mit helleren Brotsorten. Hier sind nicht so viele Ballaststoffe drin. Aber bevor ich gar kein Brot esse und ich habe noch ein bisschen Toast da, ist es immer noch sinnvoller, das Toast mit Belag zu essen. Käse, Frischkäse, vielleicht auch Wurstbelag, je nachdem, was ihr mögt. Schaut, ob ihr irgendwie was an, vielleicht auch Gurken aus dem Glas oder Tomate oder Cherrytomaten habt, dass ihr, wenn ihr das Toast habt, wie so eine Art Sandwich, ne? Dann könnt ihr sozusagen vielleicht auch ein bisschen Salat, wenn ihr habt, drauf. Das heißt, wenn ihr da ein bisschen Gemüse drauf esst, wenn ihr es nicht mögt, könnt ihr es auch separat essen, dann habt ihr auch das hellere Toast als Sandwich gemacht oder beziehungsweise etwas gesünder gemacht, weil wir einen Anteil der Ballaststoffe drin haben und der Käse macht einen Sättigungseffekt. Das helle Brot selber wird ja auch stetig verteufelt, ist auch ein bisschen bedingt richtig, weil es immer den Blutzucker schneller ansteigen lässt, weil ja hier keine Ballaststoffe drin sind und dadurch geht der Blutzucker einfach schneller hoch. Deswegen wird immer helles Toast oder helles Brot, helles Fladenbrot, helles Brötchen so ein bisschen diskutiert. Allerdings muss man sagen, dass bis auf Deutschland die ganze Welt hellere Brotsorten isst. Der Hintergrund sind die Ballaststoffe, die in dem hellen Brot raus sind, weil wir nur den Mehlkörper nutzen, um das Brot sozusagen herzustellen. Also das Toastbrot an der Stelle zu Süßigkeiten wäre auch immer noch gesünder. Also ihr Lieben, Brot essen, wenn ihr wollt, baut es ein, dann nimmt es euch nämlich das komische Süßigkeitenessen am Abend weg. So ihr Lieben, denkt dran, Plus weg, abonnieren, je nachdem, wo ihr es seht. Und ja, habt ihr noch Fragen, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ganz liebe Grüße, ihr Lieben, und habt einen schönen Tag erstmal. Bis zum nächsten Mal.